Franz, Gratulation zu diesem Debüt. Ja, was waren das für verrückte Tage für dich? Vor wenigen Tagen noch in München, dann in Wien angekommen, ein paar Trainings mit der Mannschaft, direkt in die Startelf und dann so eine Leistung. Wie ist das möglich? Ja, durch Freude zum Fußball, glaube ich. Klar ist es anstrengend, klar ist es stressig in irgendeiner Art und Weise. Aber wenn du so ein Team hast, was dich aufnimmt und am Ende des Tages ist es auch wieder nur Fußball, gell, dann kann das schon sowas dabei rauskommen. Gell. Wie waren die ersten Tage für dich in Wien? Sehr schön, sehr schön. Ich habe noch nicht viel gesehen, weil ich muss mich um Wohnung, alles das Zeug kümmern. Aber ja, ich hoffe, ich habe jetzt eine schöne Zeit hier. Die Stadt ist natürlich wunderschön, was ich gehört habe und was ich schon selber gesehen habe. Deshalb, ja, ich hoffe, das wird eine schöne Zeit hier. Reden wir über das Spiel. Du kommst da rein, nach 5 Minuten seid ihr 0-1 hinten. Was hast du dir da gedacht? Ruhig bleiben, glaube ich. Da ist noch nichts verloren, wenn man nach 5 Minuten 1-0 hinten liegt. Das haben wir davor gesagt, dass das uns nicht aus der Ruhe bringen soll. Ja, ich glaube, dass man da mit unserer Qualität sich dann auch am Ende durchsetzt, was man dann auch gesehen hat. Wenn man da ruhig bleibt, seinen Stiefel runterspielt, ja, und dann setzt sich die Qualität durch. Ich glaube, die sind auch sehr gut, haben sehr gut hinten rausgezockt, was uns natürlich auch irgendwie reingespielt hat in unser Pressing, was wir auch gut ausgenutzt haben. Deshalb, ja, macht Spaß. Du hast doch das eine oder andere Mal die Härte, die es manchmal in der österreichischen Liga gibt, kennengelernt. Ja, ich glaube, ich hatte einen sehr erfahrenen Gegenspieler, der schon viele Bundesligaspiele in den Beinen hat, was ich in den ersten Minuten auch gut gespürt habe. Aber ich glaube, es war sehr gut, war ein gutes Herzlich Willkommen und ja, hat Spaß gemacht, wirklich, war sehr gut. Gibt euch das jetzt das Selbstvertrauen für die nötigen Punkte, die ihr jetzt im Frühjahr noch braucht? Ja, ich glaube, das geht von Spiel zu Spiel. Ich würde auf keinen Fall ausschließen, dass man das Selbstvertrauen mitnimmt, ist klar. Aus dem Sieg soll man Selbstvertrauen mitnehmen, aber es geht nächste Woche weiter und dann, wenn wir nächste Woche hier stehen, dann geht es um übernächste Woche, deshalb ist da von Spiel zu Spiel.